Morgen. Süß. Ich werde jetzt Influencer, Instagram starten. Irgendwann muss man ja sein Leben ernst nehmen. Die Diana ist meine Ex, das heißt neuer Freund. Ein leicher Haberer. Mit der Krampusche, um was geht? Ich kriege einen Porsche heute. Meine Mutter hat auch von ihrem Vater zum 30 einen Porsche bekommen. Und jetzt werde ich 30 heute und kriege ich auch einen Porsche von meiner Mama. Hallo Papa. Alles Gute zum Geburtstag. Wer ist denn das? Das ist der Jan. Ah, machst du ein Geburtstagsvideo? Also fürs Kino ist das eine Doku über mich. Was ist jetzt mein Geschenk? Nix? Ja, jetzt weißt du, wie es mir mit dir geht. Ich habe hier eine Liste. Da habe ich dir ganz genau aufgeschrieben, was du in den nächsten 4 Wochen zu tun hast. Und wenn du das schaffst, dann schauen wir, ob du noch mein Sohn bist. Vergiss nicht, die Wäsche für die Tante Marianne abholen. Wo ist die Wäsche? Da. In einem Aktenkoffer? Was glaubst du? Wie sonst? Der Koffer ist gleich noch im Zug. Dieser Zug ist weiter nach Graz geridet. Ich kaufe ein Auto, billig ein, ride nach Graz, weg in den Koffer fahren, zurück. Ich bin Sascha übrigens. Kennst du das nicht? Wenn du jemanden siehst und du merkst sofort, that's it, das passt, das ist die Liebe deines Lebens. Ich hab plötzlich urviele Followers. Das gibt's doch nicht. Wo ist denn der Koffer? Hey, warte bitte, kannst du den Koffer mit nach Wien nehmen? Du hast den Koffer jetzt quasi einem Fremden gegeben, ne? Bitte, das ist der Claire Ritchie. Das war mal ein Promi. Einmal leibern, bitte. Einmal leibern. Wenn meine Mutter mich hier sehen könnte, ich würde sagen, ich bin stolz auf dich. Die zweifache Mutter Irmgard Influencer wurde heute früh in ihrer Oberdüblinger Villa verhaftet. Die Aufdeckung des Skandals ist Christian Clerici zu verdanken. Es ist mir dann natürlich gelungen, den Koffer mit dem belastenden Material sicherzustellen. Ich bin durchs ganze Scheißland gedrived, damit ich die Wohnung nicht verliere. Jetzt ist sie trotzdem weg. Du kannst bei mir übernachten. Ich soll mich beim ORF für mein Fehlverhalten entschuldigen. Die Frau Chefin hat ihr Material gesehen und würde sich sehr über eine Zusammenarbeit freuen. Ihr Honorar ist auf Seite 7. Kann ich darum mir einen Pi kaufen? D-A-F-I. Das wäre das Feld für den Titel der Sendung. Süß. Morgen. Was ist mit dir? Du wächst mich um 5 in der Früh auf. Ist kurz vor 10. Schon schick. Ein Brief. An was? Ein Brief. Gib her halt. Deswegen wächst du mich auf. Ich hab Zettel. Kann ich reinkommen? Entree. Mal aufräumen? Das Genie beherrscht das Chaos. Ja, aber willst du mal aufräumen? Ich will aufräumen, bitte schon. Schon so mal so einen Tower, so mal so einen Tower schon gesehen? Was ist das? Das sind meine Bestellungen. Das war da alles am Boden vorher. Die haben gesagt, das ist mein Fenster rauchen, bitte. Put the whoop on them. Put the whoop on them. Keep it gangsta, y'all. Keep it gangsta. Keep it gangsta, y'all. Keep it gangsta, y'all. Keep it gangsta. All my life. Keep it gangsta, y'all. Keep it gangsta. All my life. Kannst du das aufwischen? Was ist das für ein Stuhl? Das ist der Buttbreaker, Alter. Ich hab eh schon so Kopfweh. Kannst du das zusammenputzen, bitte? Nein.
wie hast du geschlafen? Oh, weißt du, was ich geträumt habe? Was? Geträumt, ich sitze am Klo und scheiße einen riesen Krapfen. Drum muss ich jetzt so dringend aufs Klo. Kennst du das, wenn du träumst und du pisst? Kannst du das Licht bitte wieder einschalten? Ich sehe nichts. Weißt du, dass du der einzige Mensch bist seit meiner Mutter? Was ist mit dir? Bist du heute ein sehr spezieller Spaßvogel? Hör auf, ich scheiße! Schmeckt gut aus. Oder? Mhm. Kannst du nicht sagen, ja, Dave, du schaust ja, bezaubernd Dave, du aus? Ja, du schaust bezaubernd aus. Danke. Hast du dir den Bademantel nur angezogen zum Gesicht waschen? Zum Baden, ja. Oh, das arge Toilette. Wie lange läuft dieses Klimagerät schon? Es hat hier ungefähr 12 Grad. Der Ventilator? Das Klimagerät, ja. Wie lange läuft das schon? Weil es halt so heiß ist, seit einer Woche. Seit einer Woche durchgehend? Na, fix. Glaubst du, ich will aus Schweiß sterben? Dave, das ist schlecht für die Schleimhäute, es ist schlecht für meine Stromrechnung. Was für Schleimhäute? Glaubst du, ich habe Schleimhäute? Wie grindig bist du? So schlecht gebaut, dieses Haus. Danke, dass ich hier wohnen darf, aber es ist einfach scheiße isoliert. Mach wenigstens die Fenster zu. Dann erfriere ich ja. Dann schalt das Klimagerät aus. Ja, ich habe mir eine Gitarre gekauft. Kannst du das jetzt ausschalten, bitte? Geil, oder? Und kennst du das, wenn sie dann mit den Bierflaschen so? Okay. Willst du den Brief lesen? Den Brief? Welchen Brief? Den ich dir gegeben habe. Go, go. So kalt, Alter. Mein ganzes Gras. Pass auf mit deiner Kamera, Alter. Schau da wieder hin. Ist ja eine scheiß Fliege, die immer gegen's Fenster fliegt. Ah! Ja, ich habe nur Scheiße gekauft, okay? Nix ist mit dem Traum von dem Pi. Nur Scheiße. Alian, warum hast du mich nicht aufgehalten? Ja! Wie viel Geld hast du noch von der ORF-Gage? Alles. Jetzt habe ich alles mit der Credit Card gepaid. Das heißt, das Cash ist noch auf der Bank. Und wenn ich das abheben gehe, dann habe ich noch immer alles. Und die können schauen, wo sie ihr Geld herbekommen. Ja, von dir wahrscheinlich. Ich habe auch ein Geschenk für dich gekauft. Weil ich bei dir leben darf. Das ist für dich. Danke. Gefällt's dir? Ist was drinnen? Ja. Probier mal. Wow. Geil, eine Drohne. Danke. Eine Drohne. Das ist wirklich cool, ja. Das ist sehr teuer auch. Jetzt kannst du die war zu verschenken. Jetzt kannst du von mir so Shots machen. Wo war die zu verschenken? Diese. In einem Geschäft? Ja. Schau dir mal diesen Fettscreen an. Was hat der gekostet? Warum willst du immer über Geld reden? Und außerdem ist da ein Fernseher. Ja, ein sehr großer Fernseher. Der ist größer. Ja, der ist größer. Genau, der ist größer. Ich habe letzte Nacht Mozart-Shit gemacht. Ich habe einen Geniestreich gemacht. Ich habe mir einen Termin ausgemacht. Bei Sony Music. Dann habe ich das ganze Wochenende gesoffen, gesmoked, gekotzt, gesoffen, gesmoked, gepennt, geschissen, gesoffen, gesmoked, produced, gesoffen, produced, gesmoked. Okay, und dann? Gesoffen, gesmoked, gesoffen, produced. Und dann habe ich einen Beat gemacht. Woo! Ein World Hit Wonder. Es wird das Leben von mir aus diesem Loch hier rausholen. Willst du es hören, das Lied? Ja, gerne. Setz dich hin. Mm-mm. Leg dich am besten gleich hin. Schwöre dir, auf diesem Laptop ist Gold. Hast du schon irgendwo sicherheitskopiert? Ist in der Family Cloud abgeloadet. Ist ein Cloud-Rap. Leg dich hin, Jan. Warum soll ich mich hinlegen? Weil es dich umwehen wird. Ich leg mich nur ungern auf den Boden. Rauch diese Bong und leg dich auf diesen Boden. Reicht's, wenn ich mich hinsetze? Leg dich hin, sonst will ich nicht für deinen Tod verantwortlich sein. Ja. Hört man was? Ja.
Hört man was? Ja. Okay, history is being made. Notiere in deinem Wörterbuch. Heute ist was für ein Tag? Montag. Wie viel Uhr? 20 vor 11. Montag des Jahres 20 vor 20 vor... Bist du deppert, Alter? Ich muss in 15 Minuten mit meiner Mutter im Gefängnis sein. Denn heute Geburtstag. Stress jetzt wegen dir. Alter, was soll ich anziehen, Herr? Bist du schon angezogen? Ja. Ist mein Geld da schon, Alter? Musst du mir jetzt beim Hose umziehen, auch auf dem Zipfi filmen? Ha? Kannst du ausschalten, dass ich mich umziehe? Woo! Happy Birthday to you! Hm. Den hast du gebacken, oder was? Ja, für die Mama gebaked. Ich muss das nachschmücken, ich habe die Hälfte runtergefressen schon. Gummibärlen, das liebt meine Mutter, liebt Gummibärlen. Kennst du den Salty Man? Der so salzt? Dann schmeckt's noch geiler, wenn sie über deinen verschwitzten Unterarm rollt. Aha. Mmh. Geilheit. Let's go! Birthday Party! Taxi! Woo. Taxi! Was glaubst du, dass die aus der Luft entstehen? Taxi! Nein, Jan. Bahnhof Wien-Mitte. Ich halte nicht aus. Und, war es so schlimm? Wir müssen mit noch einer fahren. Ich schwöre dir, wenn ich am Samstag zu diesem PlayStation Heinis gehe, dann werden mir die auf den Füßen liegen. Die werden sagen, wuh, der ist. Du wirst jetzt Multimilliardär. Das male ich mir aus. Was würdest du dir ausmalen? Einen Teil des Geldes in ein breit gefächertes Portfolio anlegen und in Immobilien investieren. Mit Spenden auch. Hast du meine Frage nicht zu verstanden? Was würdest du tun, wenn du Millions of Dollars in dem Bankaccount hättest? Wahrscheinlich irgendwas Cooles kaufen, coole Sachen kaufen. Damn, ein P, ein Rary, ersten Martin, ein zweiten Martin, ein Haus, noch ein Haus, ein drittes. Sie ist so sweet. Sashi, Mausi. Warum hebst du nicht ab? Was? Heb ab, oder? Nein! Das soll ja eine Überraschung werden. Was für eine Überraschung? Ich weiß nicht, was soll ich nicht sagen? Die Station, bitte alle aussteigen. Das Gefängnis. Ich glaube, das war's, das Gefängnis ist. Da ist es! Das Höllenhaus. Menschenzoo. Stacheldrähte. Menschenfresser. Fahr halt weiter. Die wird sich so freuen, die Mama, wenn ich ihr den Cakey gebe. Warte, Dave. Was ist? Setz die bitte auf. Was ist das für ein Scheiß? Eine Videobrille, ich kann nicht mit reingehen filmen und ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn man das da drinnen filmt. Und das was? Ist. Was ist das für ein Future-Shit? Professor Dave, schau ich intelligent aus? Ich habe einen Cake berechnet. Ich kann Ihnen die genaue Adresse sagen, der Kurvenwölbungsbiegung. Was machst du? Bitte. Einschalten. Schieß, Moment, ich komme meine Mama besuchen. Name? Irmgard Influencer. Ihr Name. Irmgard Influencer. Nicht Ihr Name, Frau Erna. Frau Erna? Nein, Frau Irmgard Influencer. Dein Name, wie du hast.
Dave, Alter, sag's halt gleich. Dave, in Dave the Man. Dave the Man. Haben Sie einen Lichtbildausweis? Ja, und der will einen Lichtbildausweis. Was meint er? Dein Pass. Ah, gut, dass ich ein G bin. Mein Passport immer dabei. So, das werden wir da nicht brauchen, bitte. Das ist mein Notizblock. Was ist das da? Mitbringsel oder was? Ja, meine Mama hat heute Birthday. Sie hat Present. Ihr Present, ne? Geben Sie mal her, das Present. So? Geben Sie mal her. Was machen Sie? So, oder? Was ist denn das, bitte? Was? Was da drinnen ist. Was? Das ist ein Holzraspel. Was? Mit dem kann man keine Gitterstäbe auffällen. Was? Deppert kann einer sein. Bitte lass ihn einen. Was? Komm jetzt weiter, bitte. Was? Weiter, bitte. Schieß mal, Cam. Das wäre ein cooler Job hier. Das ist mein erstes Mal, weil ich eigentlich hasse ich die Polizei. Oh. Sind Sie gehörlos? Sheesh! Yellow Table, Dave im Hafen. Aber nur Besucher Area, Besucher Area. Hört jetzt vielleicht auch damit. Entschuldige. Mama, wow, du schaust so fett aus. Nice Jogginganzug, geil. Happy zum Geburtstag. Ich wollte dir eine Torte mitbringen, aber der hat da. Könnten Sie mir bitte die Handschellen abnehmen? Ich habe meinen Sohn so lange nicht gesehen. Ich würde ihn so gern umarmen. Können Sie das bitte runtergehen? Mit Geburtstag. Hat Geburtstag. Tut mir urleid, dass das so schief gegangen ist. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Der Clarity, das der Bastard. Hat einfach. Ich wusste doch nicht, dass du so ein G bist. Mama, du bist so ein G. Das gibt's gar nicht. Ich habe dir sogar ein Lied gewidmet. Weißt du das eigentlich? Hast du gesehen, was der Jan geschnitten hat für einen Film über mich? Hast du das angeschaut? Das ist urgeil geworden. Richtig. Ein bisschen eine Privatsphäre wäre jetzt sehr schön. Ja, ich wollte nur kurz sagen: Im Fernsehen haben sie gesagt, du bist eine zweifache Mutter. Was soll das heißen? Habe ich ein Geschwisterchen? Und. Wo ist eigentlich der Papa hin? Weil ich finde, das ist so geil, dass der einfach entwischt ist. Dein Papa, dein Vater, dein Papa, das ist überhaupt das allergrößte Arschloch. Mama. Du warst überhaupt der größte Fehler. Bitte. Und dein Vater, der ist an allem schuld. Hochkant, gescheißen. Ja, 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 es gibt ein Geschwisterchen. Und was für eines? Es gibt ein Geschwisterchen. Und zwar... Danke. Ja, war nett. Was ist passiert? Sie war eh verhältnismäßig lieb. Warum blutest du dann aus der Nase? Sie hat mein Head auf den Table geslammt. Schieß mal, mein Ziel. Kannst du meinen Freund Maxi grüßen? Wer, Maxi, grüß dich. Danke. Tschüss. Tschüss. Also ich muss scheißen. Nein, für deine blutige Nase. Ist ein Klopapier, Jan. Und jetzt weiß ich's endlich. Sie hat gesagt, ich habe ein, bin kein Einzelkind. Jan. Okay. Ich habe ein Geschwisterchen. Okay, cool. Also weißt du, wo oder wer das ist? Keine Ahnung. Ich habe gesagt, dass ich ein Fehler war, mich zu behalten. Nimm dir das nicht so zu Herzen. Sie ist sehr wütend, glaube ich, auf dich. Und scheiß drauf, fahr mal heim. Bist du ready für den Beat, für das Beating of your life? Eine Darbietung?
Fucking Sailor VI. Summer in Wien, my friend. Was machst du? Katzenwäsche. Magst du auch einen Schäbappoch? Nein, danke. Ich bin Vegetarier. Kennst du das, wenn sich das Fressen mit dem Saufen vermischt im Mund? Ich liebe das. Dann geht das runter wie Schleim. Gehen wir jetzt endlich hier an? Ich warte nur auf dich. Sperr auf. Müllraum 9. Ist doch deine Adresse, oder? Ja, lustig. Der war urgut, ja. War der gut? Nein. Mahlzeit. Mahlzeit. Wien ist einfach die lebenswerteste Stadt der Welt. Jeder grüßt sich, jeder kennt sich, jeder hasst sich. Wien ist so, du und ich liebe dich. Das ist Wien. Schau, hier ist sogar ein Garten mitten im Hof. Weißt du, was ich noch so liebe an Wien? Ich kann mein Kebab hier fressen wie ein Schwein. Der Hund muss draußen bleiben. Eigentlich bin ich auch ein Street Dog. Ich sitze hier und fresse wie ein Hund. So. Und die Cops können mich nicht rausschmeißen, weil ich ausschaue wie ein Mensch. Aber ich fresse wie ein Dog. Film das mal. Das erste Abendmahl. Man kann gar nicht beschreiben, wie schön dieser Anblick ist. Gibt es eine eigene Kinodisziplin? Food Porn. Da ficken sie Kebabs. Yeah. Woohoo! Sweet Home Alabama. Ich hab gesagt, hau nicht immer die Tür bitte so zu. Es ist so laut in meinen Ohren. Hey, wirklich. Kannst du dir die Schuhe ausziehen, bevor du in die Wohnung gehst? Dave, es ist immer noch meine Wohnung. Bis hierher. Ja, eben. Und wo liegen die Schuhe? Wie gesagt, willst du nicht beim Fenster rauchen? Die ganze Wohnung riecht schon nach Zigarettenrauch. Ich will eh, aber ich kann nicht. Da steht das Klimagerät ohne Schuhe. Jetzt brauchst du sie nicht mehr. Und das andere Fenster? Die Couch. Versuch wenigstens. Ha? Versuch's wenigstens. Ja, ich versuch's. Willst du den Brief jetzt lesen? So geil, hey. Dass die Leute immer noch so 90s-mäßig irgendwie Letters scribblen, oder? Seitdem ich die Adresse geshared habe, rainen diese Fanbriefe rein. Zum Beispiel, ja, ich wollte dich bitten, dass du meine Adresse nicht überall postest, das wäre super. Es ist jetzt auch meine Adresse, wir sind eine WG, ja. Und schau, was ich bekommen habe. Havana. Das schicken mir die Leute, weißt du? Oder das, ein neues Stecktuch. Puh. Alter, fast vergessen, hey. Den Beat. Bis jetzt warst du VDB. Vor dem Beat. Und ab in einer halben Sekunde bist du NBA. Nach dem Beat. Mhm. Anhören. Leg dich nochmal hin. Ist besser für dich. Ich glaube wirklich, dass ich es ihm stehen kann. Bitte. Was bitte? Dann kann man die Story erzählen, damals, als ich den Beat zum ersten Mal gedroppt habe, hat der Jan sich hingelegt. Ready? Mhm. Get ready! Influencer Dave Instrumental Beats. Helikopter! Bo, bo, bo. Yeah. Bist du ready? Ja. 3, 2, 1. Radio Dave. Alter! Fresse! Danke, du Scheißbagger. Ich spiel dem Jan einen Beat vor. Bitte kannst du kurz leises. Halt das Maul! Dann mach halt das Fenster zu. Jetzt komm auf die Scheißkopf! Dann mach das Fenster zu. Alright. Ah. You motherfucking bereit. Mhm. Okay. Das ist mein Massage-Chair. Legen Sie es vor die Türe.
Das ist mein Massage Chair, Jazzy Chair, Jazzy Chair. Das ist mein Massage Chair, mein Massage Chair. Morgen, Polizei. Was machst du da bitte? Ich hab Durchsuchungsbefehl. Danke. Ja. Geh mal, Kollegen. Schau. Ich such. Kommt rein, Kollegen. Darf ich das mal? Danke. Was genau passiert hier? Er will mir irgendwas befehlen. So sieht man sie wieder, gell? Entschuldigung, was? Steppt hier rein wie ein Blade Runner. Türe kann man auch zuschließen. Wohnst du jetzt hier, Dave? Sicher, sieht man doch, oder? Ihr beide gemeinsam? Da drinnen schlaft's. Nein, da drinnen nicht, da schlaf ich nicht. Ihr zwei schlaft's da drinnen. Nein, da schlaf ich nicht. Geschossen. Der Dave ist da. Ein Bettchen. In diesem Zimmer hier. Ja, du Snitch, was heißt in diesem Zimmer hier? Schauen wir uns um. Kommt weiter, Burschen. Ich bin eine Frau. Was ist mit denen, eure Spundi? Ja, kannst du das eingehalten bieten? Alter, Ivan. Gehen Sie nicht in mein Loft mit den Schuhen spazieren, bitte. Wie grauslich kann man wohnen? Als erstes Handschuhe rausziehen und alles einpacken, Burschen. Darf ich fragen, was genau der Grund ist für diesen Durchsuchungsbefehl? Du setzt ihn mir hin. Ich setz mich hin, wenn ich das will. Jetzt? Nein, Alter. Jetzt. Man nennt das Beweismittelsicherung. Wir stellen alles sicher hier erinnern, was relevant ist für den Fall Influenza. Was futtert sie denn da? Kebab? Bist du blind? Kebab! Der Grundstoff eines jeden nahrhaften Frühstücks. Stört sie, wenn ich abbeiß? Ja. Also willst du mich hecken? Das ist ein gutes Kebab. Hast du schon mal Kebab gehabt, Werner? Ja. Irgendwas völlig. Lass das bitte, lassen Sie das bitte. Das ist mein Kartonturm. Das ist mein CBD, alles für den Eigenbedarf. Ist irgendwas? Das Eigenbedarf. Magst du Autogramm haben? Schau, der kleine Auswahl mitgebracht. Weh, weil niemand will ein Autogramm von dir. Na komm, such dir eins aus. Ich geb dir gleich ein Autogramm ins Face, Alter. Dann jetzt pass mal auf, ein bisschen, was du redest. Ja, mein Herrn Chefinspektor. Ruhig, Werner. Na ja, was? Na, ja, schau, man muss ihn mehr verstehen. Ja. Jetzt haben wir die Mama verhaftet. Jetzt gehen ihm die Nerven ein bisschen durch. Ein bisschen, ja. Muss man irgendwie verstehen, oder? Schau dann auch den Loser. Ich meine, vor der ganzen Nation steht er da wie ein Kasperl. Richtig demütigend. Aufpassen, bitte. Entschuldigen Sie, können, das muss wirklich nicht sein. Dave, du kannst ihn anzeigen dafür, gell? Wo ist denn eigentlich dein hübscher Vater? Du bist der allerletzte Mensch auf dieser Welt, der mich das sagen wird. Hast du, überleg mal gerade. Ich bin ja gar nicht so ein Unmensch. Dass die Kollegen fragen. Ich bin ja ein total netter Mensch. Das hab ich mal gedacht. Alter, der Turm! Da hab ich mir gedacht, ich bin in Gönnerlaune und du darfst dir jetzt was wünschen. Du darfst dir jetzt aussuchen, welches Drum wir nicht mitnehmen. Also das Wichtigste, was dir das Wichtigste ist, das bleibt da. Kerze. Die Kerze, ja. Kerze ist ihm wichtig. Mhm. Kerze. Die will ich dir noch in den Arsch reinstecken. Mhm. Schau. Nein, nicht den Laptop. Nicht der Laptop. Bitte nicht den Laptop. So ein hübscher Kerl. Den brauche ich, da ist, braucht er den Laptop. Wir rücken ab. Ich bin eine Frau. Genau, sie ist eine Frau. Bitte. 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 Herr Christian. Was ist so Wichtiges dort? Ein Beat, der die Welt verändern wird, ist da drauf. Den habe ich gestern Nacht produced. Das ist der fette Tune. Danke. Bitte. Dein Durchbruch? Ist da dein Durchbruch drauf? Ist ein Durchbruch drauf. Blind am Durchbruch, Kollegen. Das kannst du nicht machen. Wiederschauen, Herr Nikolaus. Bitte. Lass den Laptop. Alter, was war das, Jan? Wo bist du? Was soll ich jetzt machen? Kannst du den Beat nicht einfach neu machen? Bist du deppert? Ich war bumbladelwach. Glaubst du, ich kann mich erinnern, wie der gegangen ist? Richie! Komm, jetzt fetz mich hin, Alter. Halt ihn, Richie! Ich glaube, das ist keine gute Idee. Es ist unnötig, wenn du das... Komm raus! Fick, Alter! Ich hau dich nieder!
Bleib stehen. Bitte, Christine. Du bist jetzt nicht mehr unter dem Schutz deiner Mutter, ja? Du bist jetzt nicht mehr ein Mutter-Söhnchen. Der Sohn deiner Mutter heißt. Ja, bitte. Bitte, Christian, bitte, Herr Inspektor, geben Sie mir den Laptop. Bitte, Frau Inspektion. Sie sind eine Frau. Oder? Ich weiß es. Was für eine Kreatur. Schau mal in der Sakrotasche drin. Kasperle. Hast du jetzt doch ein Autogramm bekommen? Hast du den Beat nicht eh in der Cloud gesaved? Hast du gesagt, oder? Ja! Ja, also ist doch egal, ob der Laptop da ist oder nicht. Aber ich hab das Passwort nicht! Das Passwort ist nicht in meinem Hirn! Hast du das dir irgendwo, aufgeschrieben? Ja. Im Computer! Ah ja, das ist blöd, ja. Ja, das ist blöd! Du hast das nicht auf einen Zettel aufgeschrieben? Wieso hat dieser... Auf einen Zettel? Ich schreibe das doch nicht auf mit einem Füllfeder auf dem Papier! Ich bin doch kein alter Brite!